Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One Happy Day Folge mit einer iOS App und zwar mit der App Gniddle. Social Dating flirte gratis mit Singles im Freundeskreis natürlich. Gratis App. Kategorie soziale Netze, Versionsnummer 1.2.2 liegt vor, Größe 15,6 Megabyte, Sprache Englisch, erfordert mindestens iOS 7.1 oder neuer und hat bei 8 Bewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen und ich lese die Beschreibung vor. Lust auf ein völlig neues und kostenloses Online-Dating-Erlebnis? Gniddle ist die Partnervermittlung für Dating auf Empfehlungen im Freundeskreis. Verkuppeln bei einer Party oder dem Kochabend war gestern. Jetzt wird gegniddelt. Einfacher kannst du die Single-Freunde deiner Freunde nicht kennenlernen. Schaue dir die Nachrichten deiner Freunde an und frage direkt beim gemeinsamen Freund oder der gemeinsamen Freundin nach, ob er sie dich verkuppeln kann. Keine Fakes oder nervigen Rundmails wie in anderen Single-Portalen mehr, Dating auf Empfehlung. Es geht auch andersherum, denn Gniddle ist nicht nur für Singles. Auch Leute in Beziehungen nutzen Gniddle, um ihre Single-Freunde schnell und einfach zu verkuppeln. Gniddle ist kein offenes Netzwerk. Du siehst immer nur deine Freunde und ihre Kontakte. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass die ganze Welt dich sieht. Gniddle hat konkrete Vorteile gegenüber anderen Apps. Kontakte werden nur auf Empfehlung eines gemeinsamen Freundes geknüpft. Auch Leute in einer Beziehung können Gniddle ohne schlechtes Gewissen benutzen, um Freunde zu verkuppeln. Hier trifft nicht mehr Unbekannt auf Unbekannt, da es immer ein verbindendes Element gibt, den gemeinsamen Freund. So läuft ein Kennenlernen entspannter ab. So einfach lernst du jemanden kennen. Melde dich mit deinem Facebook-Profil an. Ein Facebook-Profil wird auch vorausgesetzt. Durchstöbere deine Freunde und deren Freunde in unserer Bildergalerie. Hast du eine spannende Person entdeckt, nimmst du direkt Kontakt zum gemeinsamen Freund auf. Der gemeinsame Freund erhält eine Nachricht und kann euch beide dann verkuppeln. Wenn der neue Kontakt ebenfalls Interesse hat, bestätigt er die Anfrage und ihr könnt direkt loschatten. So einfach verkuppelst du Freunde miteinander. Melde dich mit deinem Facebook-Profil an, durchstöbere deine Freunde oder suche direkt nach ihnen. Hast du einen Single-Freund gefunden, kannst du nun direkt eine Person aussuchen, die du ihm ihr vorstellen willst. Beide Freunde erhalten eine Nachricht von dir, dass sie sich kennenlernen sollen. Wenn beide Kontakte Interesse haben, können sie sofort loschatten. Wir bieten Empfehlungsmarketing von Freunden für Freunde. Probier es jetzt aus. Ich habe die App mal runtergeladen. Ich habe mich da mal eingeloggt mit meinem Facebook-Account und ich habe keine Freunde, die das nutzen. Oder ich habe keine Single-Freunde oder keine. Meine Facebook-Freunde haben keine Single-Freunde. Wahrscheinlich eher. Für mich ist die App somit vollkommen sinnlos, dass das auf Facebook beruht, finde ich ja noch ganz lustig. Und die Idee dahinter, ich verstehe, dass das vielleicht gar nicht so doof ist. Aber wenn man Freunde hat und vielleicht auf Partys geht, oder mit denen was unternimmt, lernt man vielleicht ja auch die Freunde der Freunde kennen und lernt dann auch direkt die Single-Freunde kennen. Und warum man eine App dazu braucht, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall funktioniert sie, sieht auch gar nicht so unhübsch aus, ist mit 15,6 MB auch gar nicht so groß, ist selbsterklärend und kann durchaus mal ausprobiert werden. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.